anders. Aber du kommst doch aus Hamburg. Du kennst doch einen, der kräftig genug ist, der dann hier einfach so. Ja. Mr. Perkins! Heute sogar zwei Notfälle auf einmal! So! Zuerst mal, hallo! Komm in die Mitte, hallo! Komm in die Mitte, hallo! Hallo! Grüß dich! Ich habe heute hier zwei spezielle Notfälle, und zwar einmal den Harald Willer und einmal den Olaf Kohlbrück. Was ist denn hier los? Wir kriegen die Dose nicht auf, wir haben ein Problem. Ja gut, ich habe natürlich auch einen Dosen dabei. Er hat ein Tool. Er hat ein Tool. Ein Tool. Und zwar auch noch ein sehr klasse Tool, weil dieser Dosenöffner schneidet ohne diese gefährlichen Kanten ansetzen quasi und dann super richtig schön gemütlich durchziehen. Mit Dosen zu kochen, das ist ja eigentlich nicht schwierig. Ja. Weil es ist jetzt fertig, du brauchst es nur noch warm machen. Genau, ich muss jetzt rein. Mikrowelle, ne? Nee, jetzt geht nicht, ne? Ja, so weit waren wir auch schon. Ach so. Ja. Ach so, gell? Ach so. Jetzt war offen. Weil der nämlich hier nämlich direkt unter der Kante abschneidet. Ja. Und dadurch entstehen halt auch keine scharfen Kanten. Ja, was hat euch in die Küche verschlagen? Eigentlich hatten wir Hunger. Der Harald hatte aber nur dieses merkwürdige Hamburger Sushi. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch eine Dose aufmachen. Also das ist ja ein großer Vorteil bei Dosenfertiggerichten, dass man halt einfach bloß reinschmeißen muss und dann aufwärmen. Und es geht halt auch sehr schnell. Ich habe auch noch was dabei. Also wir machen heute erste so richtig, Hilfe. Genau, Erste-Hilfe-Koffer. Ja, da gibt es sogar das Erste-Hilfe-Kochbuch. Fantastisch. Super. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Mais dabei für den Salat. Kleines ABC der Meister-Dosenköche. Gut, aber was macht ihr zwei eigentlich? Ich bin der Spieße Alfons von Horizont. Ich schreibe eine lustige Kolumne über Werbung. Und seit neun machen wir auch offtherecords.de. Das ist ein neuer Blog im Internet. Der dreht sich vor allen Dingen um Marketing, Werbung und Medien. Aha. Alles, was irgendwie mit Werbung zu tun hat, findet bei uns im Blog statt. Der gehört zu Horizont. Wie oft erscheint die Horizont? Horizont erscheint einmal die Woche. Einmal die Woche, also wöchentlich? Genau, und richtet sich vor allen Dingen an so die Leute, an die Marketingentscheider, an die Agenturen, an die Kreativen, an die Leute in den Medienunternehmen. Hört sich sehr interessant und spannend an. Ich hätte eher gedacht, dass Horizont so irgendwas aus der Horizontalen ist. Aber man sagt ja auch gerne von Leuten, die in der Werbung arbeiten, die erzählen ja auch gerne den Satz, erzähl niemandem, dass ich in einer Agentur arbeite, erzähl lieber, ich spiele im Puff an der Pianobar. Wieso das? Im Puff an der Pianobar. Olaf, ich habe gehört, du schneidest gerne Zwiebeln. Ich schneide gerne Zwiebeln, ja. Das mache ich gerne, ja. Für dich habe ich ja heute extra eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Und zwar einfach zu schauen, dass die Gerichte hier nicht anbrennen und schön gleichmäßig heiß werden. Nee, das kann ich. Das ist schon mal super. Also ja. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Tomatencremesuppe, dann diesen leckeren Sahne-Zwiebel. Mit Nudeln. Ein Topf, genau. Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass laut Studien Dosenlebensmittel genauso viel Vitamine haben wie frische Lebensmittel? Nee, ich dachte immer, in den Konserven dachte ich, wäre mehr Eisen drin als in den frischen. Aber wegen der Verpackung. Ja, ja. Ja, es stimmt nicht, nee. Weil die Konserven sind ja innen beschichtet mit so einer lebensmittelechten Beschichtung und da geht halt nichts ab. Ah ja. Und ich meine, früher, zu Kriegszeiten, da gab es halt auch noch nicht diese Beschichtung, diese lebensmittelechte Beschichtung. Und das hat sich ja Gott sei Dank jetzt mit der EU alles sehr stark geändert. Ja, das mit den Zwiebeln schaut ja schon mal super aus. Also ich bräuchte einmal Julienne und einmal Brunoise. Was? Also Julienne sind Streifen und Brunoise sind die klassischen Würfel. Wie lange gibt es denn Off the Record Blog jetzt schon? Ein halbes Jahr jetzt, 6 Monate. Okay. Der fing mehr oder weniger so aus einer Idee heraus an. Und wir waren eigentlich ganz überrascht, dass der dann doch von der Blog-Community relativ gut angenommen worden ist. Okay. Behandelt ihr in Off the Record dieselben Themen wie bei Horizont oder gibt es da auch Unterschiede? In der Regel soll es schon sein, 90% der Dinge, die im Blog stattfinden, die gibt es im Heft so nicht. Okay. Mhm. Einmal die Würfel hier rein und die Julienne, die können wir schon mal in die Pfanne geben zum Anbraten. Mhm. Weil damit braten wir die Champignons an. Mhm. Genau. Ja, Spießer Alfons, wie kommt man zu dieser Figur? Die ist eigentlich so erstanden aus der Sicht eines Konsumenten, was die Werbung da alles macht und der das hinterfragt hat. Die Agenturen zittern von mir, hoffentlich. Ist es besser, von Alfons aufgespießt zu werden, als überhaupt nicht erwähnt zu werden. Stimmt. Also bist du quasi so eine Art Stiftung Warentest schon fast, oder? Ja, kann man so sagen. Was ist zurzeit eigentlich die Kampagne, wo du sagst, ja, oh Gott, Hilfe, nicht schon wieder?
Weißt du, die schlimmste Werbung ist eigentlich die langweilige Werbung. Aha. Wo so Phrasen gedroschen werden, irgendwelche Bilder, irgendwelche Texte mit Allgemeinplätzen und jeder sieht es und jeder überblättert es und nächste Woche erscheint es dann wieder und umso häufiger. Das finde ich, sowas finde ich ganz schlimm. Was sich alle Agenturen bitte merken sollen, you can't win them all. Man kann nicht alle Leute mit einer Kampagne erreichen. Lieber weniger und die richtig, als alle und eigentlich gar nicht. Und eins meiner Lieblingsthemen sind natürlich auch Plagiate in der Werbung. Aha. Das decke ich dann auf und dann sage ich das und dann hinterher ist das alles immer sehr peinlich. Oh, und so, tut uns leid. Gibt es das zurzeit so ein aktuelles Beispiel, so plagiattechnisch? Was habe ich jetzt gerade auf Off the Records? Da ist eine Kampagne von der Bild-Zeitung mit so einem geschrumpften Auto. Ja. Das hat schon VW gemacht, das hat schon noch so 3-4 andere gemacht. Aha. Was lehrt uns das? Es lehrt uns, der Geist in Deutschland ist weniger gefragt als das Produkt. Mhm. Weil du jetzt gerade die Copyrights ansprichst, wie ist das eigentlich so bei den Copyrights, wenn ich eine Idee habe für eine neue Werbekampagne, wer kontrolliert das? Was erschienen ist, ist erschienen. Ja. Ja, und damit hat jeder den Copyright-Anspruch für das, was er veröffentlicht hat. Wie sind die Reaktionen auf die Spieße Alfons? Inzwischen, so nach 40 Jahren, ist die Kolumne so Kult geworden. Weißt du, das gibt dann irgendwo, da sagt man, was kann man denn dann noch sagen? Wenn ich Zuschriften bekomme oder Mails, eine ganze Menge, sind 99% positiv. Olaf, du bist ja bei, wie gesagt, Horizont. Ist das ein guter Job? Dumme Frage, oder? Ja, durch die Kombination klassisch Print zu machen, klassisch Zeitung zu machen und auf der anderen Seite Blog zu machen, habe ich auch verschiedene stilistische Möglichkeiten, in denen ich arbeiten kann. Dürfte ich dich bitten, mir bloß den Feldsalat zu waschen und dann haben wir es ja eh schon wieder fast. Die Pilze braten an. Ja, Ding in Amerika ist es ja ziemlich krass, dass halt die Printauflagen schon seit Jahren extrem stagnieren. Ja. Ist es der Trend in Deutschland auch zu beobachten? Oder? Noch nicht so dramatisch wie in Amerika, aber du hast schon die Entwicklung, dass die Auflagenzahlen stagnieren. Der Print merkt schon gerade auch, dass die Leute mehr und mehr im Internet lesen und dass die Leute auch zunehmend mobiler ja auch geworden sind, alle 2 Jahre woanders hinziehen und die brauchen auch nicht mehr so ihr Lokalblatt wie früher. Mhm. Ich höre öfter mal den Begriff Graswurzeljournalismus oder Bürgerjournalismus. Wie siehst du das? Wenn der Normalbürger eine gute Geschichte hat, die er erzählen wird, dann wird die auch mit Sicherheit gelesen. Mhm. Also insofern kann Bürgerjournalismus was taugen, aber sicherlich nicht in der ganz großen Masse. So generell, also siehst du das nicht so als Konkurrenz, beziehungsweise du siehst deinen Arbeitsplatz nicht gefährdet? Nein, das bestimmt nicht. Ich schreibe ja auch für den Blog. Okay, das ist ja schon mal. Kommt hinzu, die Presse in Deutschland ist ja nicht frei. Richtig frei sind sie ja nicht, die Journalisten. Okay. Die einzige Kritik in der Zeitung, oder wenn man wirklich was erfährt, was in der Stadt an Unrechten vorgeht, das ist in den Leserbriefen. Die Leser schreiben das. Und das ist eine interessante Sache. Da hat Bürgerjournalismus eine ganz große Zukunft. Okay. Was mich halt da, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, wir werden immer mobiler und die Leute ziehen halt um, dass halt da zum Beispiel solche Angebote wie Mobile Feed Reader und die ganzen Geschichten, dass die halt noch nicht so richtig irgendwie funktionieren in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass die Technik noch relativ neu ist. Wenn man Mobile Feed Reader nutzt oder Feed Reader überhaupt, das ist ja noch eine relativ junge Technik, die noch nicht so sehr im Mainstream angekommen ist. Nochmal zurück zur Dose. Ja, die Dose. Wisst ihr eigentlich, wie Dosen heutzutage genannt werden? Konserven. Konserven. Nicht ganz. Kleine Vitamintresore aus Weißblech. aber sehr, sehr, sehr witzig, finde ich. Also kleine Vitamintresore aus Weißblech. Ja. Und woher kommt eigentlich Konserve? Beim Konservieren. Richtig. Ja, weil das ist ja auch landläufig immer noch so die Meinung, so dass halt der Begriff Konserve halt einfach kommt von... Das ist ja Konservierungsstoff. Ja, Konservierungsstoff, ja. Was halt auch noch ein sehr großer Vorteil ist von Konservendosen, die kann man sehr energiesparsam lagern. Weil die brauchen wieder eine Kühlung, die stellt man irgendwo hin und dann sind die halt... So, gut. So, liebe Leute, jetzt haben wir hier schon einiges Ding, jetzt probieren wir mal hier mal durchgehend. Ja. Gesundheit! Das war der Pfeffer, Entschuldigung. Wir kochen eigentlich sehr konservativ, wenn du das stimmt. Nimmst, ne? Also heute ist sehr konservativ. Ja, ja. Also hier habe ich jetzt einfach bloß noch ein bisschen Sahne mit reingetan. Dann in die Tomatencremesuppe noch frische Tomaten, frischen Basilikum, ein bisschen Knoblauch. Und hier in den leckeren Chili-Reistopf meine frischen Chilis mit reingepackt. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder fast so weit. Gut, also wir haben ja jetzt das Ganze schnell über die Bühne gebracht. Ja. Das ist ja auch ein großer Vorteil von Dosen, dass man wirklich nicht viel Zeit braucht zum Kochen. Wir haben nebenher auch noch einen schönen kleinen Salat dazu gemacht. Dann, wie gesagt, die Tomatensauce.
den Chili-Feuer-Western-Reistopf Kentucky und natürlich auch auf das Zwiebel-Sahne-Nudeltopf mit Hähnchen. Mm, lecker, 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 lecker. Und bei uns könnt ihr natürlich auch wieder was gewinnen. Und zwar, wie immer, einen dieser wunderbaren Erste-Hilfe-Kochkoffer. Der ist heute ziemlich aufgebraucht worden bei den zwei netten Kollegen hier. Ja. Der hat heute leihen müssen, den nehme ich halb leer wieder mit zurück. Aber ihr könnt wie immer einen vollen natürlich gewinnen. Und zwar diesmal haben wir uns ganz was Spezielles ausgedacht. Ihr müsst uns eine Frage beantworten. Nennt uns die vier positiven Eigenschaften der Lebensmitteldose. Wenn ihr aufgepasst habt während dieser Sendung, habt ihr oben links oder oben rechts gesehen, immer so einen kleinen Hinweis. Das war nämlich die positive Eigenschaft der Lebensmitteldose. Schreibt mir das Ganze einfach per Mail an perkins@trnd.com. Und wie immer entscheidet das los, random.orgia. Dann würde ich einfach sagen, wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Na, ich muss wieder zum nächsten Einsatz, da hat schon wieder gepiept bei mir. Und Harald, ich sage schon mal vielen herzlichen Dank. Lasst danke es euch schmecken. Dir, Robert. Vielen Dank für sehr gefreut. Deine Hilfe. Danke, Mr. Perkins. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Gut, Jungs, tschüss, pfiat euch, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.